Ja, schön, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt. Letzte Woche haben wir ja unsere Festplatte hier mit VeraCrypt komplett verschlüsselt unter Windows. Heute möchte ich zeigen, wie wir diese verschlüsselte Partition auch unter Linux einbinden können, wie wir VeraCrypt unter Linux installieren können und wir werden das Ganze dann nochmal löschen und einen verschlüsselten Container mit VeraCrypt einrichten. Das Ganze machen wir unter Kubuntu 18.04 und wer es noch nicht weiß, VeraCrypt ist Open Source, kostenlos und cross-Plattform. Das heißt, wir können auf diese ganzen verschlüsselten Dateien dann auch auf Windows und Mac zugreifen. So, ich bin jetzt hier in Linux, das ist wieder meine virtuelle Maschine, die ich auch sonst so oft verwende. Wir haben hier ein Kubuntu 18.04, also ein relativ aktuelles Betriebssystem. Wir können erstmal schauen, ob die Festplatte vorhanden ist. Sudo fdisk-l. Und da sehen wir unten auch devsdb1, die hat 74,5 GB. Das ist eine NTFS-Platte, das heißt, das ist unsere Partition, die wir mit VeraCrypt verschlüsselt haben. Wir wollen natürlich VeraCrypt erstmal installieren. Wir können mal apt-search VeraCrypt machen und in den meisten Distributionen wird VeraCrypt nicht in den normalen Repositories vorhanden sein. Es gibt hier zwar ein paar Sachen, die gefunden werden, aber VeraCrypt selbst ist hier nicht dabei. Wir können auch mal schauen, Ubuntu hat ja inzwischen snap, ob das da drinnen ist. Sudo snap-search VeraCrypt. Und auch da ist nichts. Das heißt, wir müssen das aus anderen Quellen installieren, entweder per Hand oder aus PPAs. In dem Fall mache ich das per PPA. Sudo add apt repository PPA unit 193 slash encryption. Damit wird das Repository von Launchpad hinzugefügt, das VeraCrypt enthält. Da werde ich jetzt erstmal nachgefragt, ob ich das wirklich hinzufügen möchte und ob ich dem Key auch vertrauen möchte. In dem Fall bestätige ich das. Und man sieht hier, es wird bei apt-get, wenn jetzt diese Launchpad-PPAs hinzugefügt, also diese Launchpad-Repositories von Unit 193, der Bereich Encryption. Und wenn ich jetzt nochmal mit apt nach VeraCrypt suche, dann habe ich hier auch VeraCrypt zur Auswahl. Das heißt, jetzt kann ich sudo apt-install VeraCrypt machen, bestätigen. Und damit ist das Ganze auch schon installiert. Wir werfen jetzt noch einen kurzen Blick auf die Ordner, um zu sehen, ob die VeraCrypt-Partition hier für uns überhaupt auftaucht. Und wir sehen hier keine 80 GB Festplatte. Das heißt, in dem Ordner wird es nicht als valides Dateisystem erkannt und deswegen können wir das hier jetzt auch nicht direkt einbinden. Wer sich erinnert, bei Windows wurde uns dann sowieso nur die Frage gestellt, ob wir das Ganze formatieren wollen. So, ich starte jetzt mal VeraCrypt. Und wir haben hier im Endeffekt genau das gleiche Interface. Wir können uns auch wieder einen Slot aussuchen, ein Gerät auswählen. Können das mounten, brauchen dann natürlich wieder das Passwort. Okay. In dem Fall, weil ich etwas mounten möchte unter Linux, brauche ich noch mein Admin-Passwort. Und damit sehen wir, devsdb1 ist unter media VeraCrypt 1 gemountet. Und wenn ich das mir mal anschaue, dann sehen wir hier auch den Hallo-Ordner, den Ordner, den ich angelegt habe. Und Hallo auch die Testdatei. Und da steht auch Secret drin. Soweit, so gut. Alles wunderbar. Jetzt wollen wir uns aber noch anschauen, wie ich einen einzelnen Container in einer normalen Festplatte verschlüsseln kann. Das heißt, ich habe eine externe Festplatte, die nicht verschlüsselt ist, darin aber einen Bereich, der sicher ist. So, dafür muss ich die Festplatte erst nochmal partitionieren. Für den Partitionsmanager brauche ich mein Admin-Passwort. Und wir sehen jetzt hier, wir haben unsere 80 GB Festplatte. Die ist unknown. Der Partition Manager weiß aktuell nicht so ganz, um welches Format es sich dabei handelt. Mir ist das Ganze egal. Ich lösche das jetzt einfach mal und lege hier eine neue Partition an. Da ich das auch unter Windows verwenden möchte, nehme ich jetzt hier nicht ext4, sondern nehme NTFS.
Terra Crypt. So, das Ganze können wir formatieren. Apply. Ja, ich will das Ganze umsetzen, bitte. Jetzt werden quasi die alten Daten gelöscht und eine neue Partition angelegt und wir haben eine komplett frische externe USB-Festplatte. Da taucht sie auch schon auf. Die können wir jetzt im File Manager ganz normal öffnen. Genau. Dieses Schloss hier ist nicht, weil sie verschlüsselt ist, sondern weil sie aktuell gemountet ist. Das heißt, ich kann sie jetzt gerade nicht mit dem Partition Manager editieren. Und hier kann ich jetzt ganz gewöhnlich neuen Ordner anlegen, neue Datei anlegen. So, in dieser Festplatte wollen wir jetzt aber mit VeraCrypt noch einen verschlüsselten Bereich anlegen. Und dafür brauche ich natürlich erstmal wieder das Interface von VeraCrypt. Und ich kann jetzt hier sagen Create Volume. Und anstatt, dass wir hier jetzt wieder eine Partition verschlüsseln, erstellen wir in diesem Fall einen verschlüsselten File-Container, also einen Datei-Container. So, Standard VeraCrypt-Volume, wir wollen auch kein Hidden-Volume in diesem Fall. Wir suchen eine Datei, und zwar legen wir die auf VeraCrypt ab, und die heißt jetzt einfach verschlüsselt speichern, weiter. Die Einstellungen sind hier ziemlich gleich, wie das auch bei der Partition schon der Fall war. Nur in diesem Fall müssen wir wählen, wie viel Platz wir dem Container zuweisen wollen. Wir haben hier 80 GB. Ich sag mal, ich will 30 GB für meine verschlüsselten Dateien und den Rest für unverschlüsselte Dateien. Hier brauche ich auch wieder mein Passwort. Ganz genau, wie das auch vorher schon der Fall war. Ich kann auswählen, ob ich Dateien, die größer als 4 GB sind, auf dem Volume speichern möchte. Dementsprechend wird dann das Dateisystem ausgewählt. Wir gehen jetzt mal mit dieser Option. In dem Fall wird meines Wissens NTFS ausgewählt, andernfalls wird FAT32, also das übliche USB-Dateisystem, ausgewählt. So, hier haben wir jetzt noch die Optionen, was für ein Dateisystem wir haben wollen. Da wir das auch unter Windows verwenden wollen, nehme ich auch hier wieder NTFS. Und hier kriegen wir auch noch die Frage bezüglich Cross-Plattform-Support, ob ich das Volume auch auf anderen Plattformen mounten möchte oder nur unter Linux. Wie gesagt, ich möchte es auf anderen auch mounten. Ich bekomme noch eine kurze Warnung, dass ich nicht FAT ausgewählt habe. Das heißt, es könnte sein, dass ich unter anderen Betriebssystemen zusätzliche Treiber installieren müsste. Hätte ich jetzt ext3 zum Beispiel ausgewählt, müsste ich schauen, dass ich die Treiber für Windows herbekomme. Da ich NTFS ausgewählt habe, ist Windows dabei gut bedient. Allerdings kann es sein, dass das ein oder andere Linux NTFS-Treiber vielleicht noch nicht installiert hat oder beim macOS X. So, auch hier müssen wir wieder die Maus bewegen. Das schaut zwar ein bisschen anders aus, ist aber genau das gleiche Spiel. Wir wollen genug zufällige Daten sammeln, damit die Verschlüsselung stark genug ist. Und das machen wir hier, indem wir mit unserer Maus hin und her fahren. So, wunderbar. Formatieren. So, wenn die Formatierung abgeschlossen ist, brauchen wir nochmal das Admin-Passwort. Und dann sind wir fertig. So, Exit. Wir sehen jetzt hier die Datei. Die ist auch ganze 30 GB groß, das heißt, dieser Platz ist jetzt fest eingenommen und wir können jetzt mit VeraCrypt anstatt Select Device, dieses Mal Select File, die Datei wieder bei 1 einbinden, Mount, brauchen das Passwort, mit dem die Datei verschlüsselt wurde und wir sehen Media VeraCrypt 1, das heißt, wir haben auch hier wieder Media VeraCrypt 1. Und da wir das Ganze jetzt neu erstellt haben, ist da natürlich noch nichts drinnen. Wir können jetzt da wieder neuer Ordner, und so, haben wir wieder unsere Secret-Datei. Dann können wir das Ganze auch wieder auswerfen, Dismount. Exit, das können wir alles schließen. Brauchen wir jetzt auch alles nicht mehr. So, die Festplatte werfe ich auch aus. Und wir sehen, unter Windows taucht unser VeraCrypt jetzt als ganz normale Festplatte auf. Wir haben sie auch normal formatiert. Es sind 44,4 GB frei, das heißt knapp 30 sind schon belegt. Und das ist genau unsere verschlüsselte Datei hier. Und genauso wie das unter Linux funktioniert, können wir auch hier die Datei einfach wieder auswählen.
einem Laufwerksbuchstaben zuweisen. Mount und damit ist das Ganze abgeschlossen und wir können es aufrufen. Ja, das war's zum Thema VeraCrypt. Wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr ein Video zu einer bestimmten Verschlüsselungssoftware sehen möchtet, schreibt es uns in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und falls ja, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Abonniert den Channel, wenn ihr das noch nicht gemacht habt oder abonniert unseren Newsletter. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung unten. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Ciao.